Moin Leute und herzlich willkommen zurück auf meinen Kanal. Danke, dass du da draußen wieder eingeschaltet hast. Und heute geht's weiter mit Jurassic World Evolution. Und ja, wir sind fleißig hier immer noch am Forschen. Die neue Lieferung ist reingekommen. Wir verkaufen. Kann man nur verkaufen. Und oh. DNA. Das wird auf jeden Fall noch nicht reichen. Ich habe den schon wieder losgeschickt. Ja. Wir werden dann mal schauen. Hey, hier hat er doch gerade noch was angezeigt. Datenbank, also. Ah, wir haben jetzt neue Gene zur Verfügung. Und ich kann jetzt Tannenbäume, glaube ich, auch machen. Gut, klicken wir mal hier alles durch. Da waren wir ja schon in den letzten Folgen überall. Erkrankungen. Ja. Die finde ich ziemlich unfreundlich. Aber soll vielleicht auch so sein. Hey, ich habe da von einer tollen Gelegenheit erfahren. Gehen wir es an. Okay. So. Oh, Regen. Also regnet. So, wir gehen dann nochmal forschen hier. So, wie sieht's denn hier aus? Und das im grünen Bereich. Ja. Gesundheit, alles okay. Ja, die Kleinen leben auch noch. Das ist wunderbar. Gut, was wir auf jeden Fall noch bauen könnten, wären Hotels und so. Kleidernahen haben wir, das haben wir. Das können wir eigentlich mal machen. Das war die falsche Kamera. Zack. Ja, Konto sieht auch gut aus. 5 Millionen. Wird schon alles. Ich hoffe, der hat dann gleich Strom und mit dem Weg sollte er verbunden sein.
Kein Sturm. Super. Super, super. Okay, die sind fertig. Schicken wir ihn doch nochmal los. Achso, hier. Erhöhen Sie den Schutz. Ja, das machen wir gleich. Alles mit der Ruhe. So. Kriegen wir alles hin? So. Können wir es damit dann noch verbinden? Das ist die Frage dann noch. Ja, perfekt. Perfekt. So, das können wir alles hochmachen. 80 Gerät, 20 Dollar. Betriebskosten, Gesamt pro Minute. Einkauf, ne, oder? Dann kommen die Leute halt auch hier rum, rein theoretisch. Was? Ein toter Dinosaurier? Warum? Wieso sterben denn die Kleinen hier alle immer? Wenn ich immer drauf gucke, an Altersschwäche gestorben. Ich verstehe. Alles klar. Hä? Ah, jetzt hier. So. Toter Dino muss abgeholt werden. Also haben wir doch alles richtig gemacht. Wunderschön. So, das sieht doch schon viel besser aus jetzt hier. So. Wir haben es auf 70%. Dann aber jetzt nochmal hier. Zack. Gleich alles auf einmal. Muss ja, ne? Und wir hatten gerade noch irgendwas. So, müssen wir den jetzt noch ausbrüten? So, zu wenig Schutzräume. Oh, das kriegen wir hin. Hier war das, glaube ich. Oh. Nee, das war das. Schutzräume. Wann das? Schutzraum hier. Okay, der eine Schutzraum ist bis. Ist ja schon groß. Eigentlich würde das vollkommen ausreichen. Oh, wir müssen das ein bisschen trainieren, ne? Ah, guck mal hier. Da sieht das doch gar nicht mal so schlecht aus. Zack. Und natürlich einen Weg ran und vielleicht noch Strom dann. Das machen wir gleich. Erstmal den Weg, ne? Perfekt. Wir schauen mal gleich.
Das sollte ja dann auch gelöst sein, das Problem. Erwähnen Sie ein Inventar-Upgrade auf ein Zentrum. Achso, auf das Inventar. Ah ja. Gut, das haben wir auch. Ehre, wem Ehre gebührt. Und Sie haben diesen Gebäudeauftrag brillant erfüllt. So, gut. Bin ich fertig? War gleich. Ah ja. Wir erledigen das Unwahrscheinliche und Sie das Unmögliche. Danke. So, brüten Sie ein über 70% aus. Ja, das kriegen wir hin. Guck mal, haben wir sogar schon 87%. So, ich hoffe, das funktioniert auch. Mal sehen. Ansonsten machen wir es halt nochmal. Oh. Ich würde sagen, wir machen den auch auf 100%. Standort erschöpft. Okay, dann halt nicht. Machen wir den hier erstmal dann. So, da will ich jetzt mal gucken hier. Einnahmen. Das ist viel zu wenig. Was ist da los? Wir müssen das richtig heftig machen hier. Wir brauchen mindestens die 3000. Ah ja, dann wird's. Das so machen. Vielleicht wird dann nichts mehr gekauft, aber wir müssen mal schauen dann. Aber so Gäste 900 eigentlich. Ja, mal sehen. Ich hoffe, da wird mal was gekauft dann. Wenn wir das ein bisschen runter machen wieder. Ah ja, da können wir schon die Einnahmen denn sehen. Das Personal ein bisschen runter machen. Sagen wir zwei Personen. Pro Minute ein bisschen wenig, ne? Ja, das ist so wenig. Mehr gar nichts. Ja, doch. Nachtsichtgeräte. Machen wir auf jeden Fall plus. Somit ist das schon mal gar nicht mal so schlecht. Und weil so wenig Gäste eigentlich da sind, können wir eigentlich auch runtergehen. Können wir mit dem Preis vielleicht noch so zwei, ja, runtergehen. Ah, machen wir fast 800 plus. Ich habe ein neues Angebot, das Sie sich ansehen sollten. Gut, ja, die müssen auch jetzt versorgt werden. Ah ne, wir schicken erstmal hier noch den Heli los. Nochmal hier, zack, zack. Gut, den können wir fahren lassen.
soll ja dann auch geschafft sein. Genau. Wir müssen jetzt erstmal noch Team 1 fügen. So, und Team 2. Fahre zur Futterstation. Verstanden. Und danach nochmal hier den Dino heilen. So. Und auch so ist das okay. So, Schutzraum ist drin. Heilen Sie den? Ja, das kommt gleich. Alles mit der Ruhe. So, verkaufen. Zack. Zack. Ah, okay. Warte mal, hier war noch gerade Ranger, oder nicht? Ah, da sind sie doch. Denken. Ich wollte nur ein Foto machen. Ah, hier, Foto machen auf F. Oh, nice. Keine Selfies allerdings. Fotos, auf denen sie verspeist werden, kann ich nicht verkaufen. Wobei, wenn ich so drüber nachdenke. Weise Rollen, Leute. Also langsam werden das viele. Weiter so. Ah, 170.000 pro Minute läuft. Sieht gut aus. Das sieht sehr, sehr gut aus. Ich würde sagen, dass wir in der nächsten Folge dann anfangen, Hotel zu bauen. Mindestens eins oder zwei Stück. Mal sehen. Eine infizierten Dinosaurier entdeckt. Ah, wir haben ein neues. Nice. Ich habe es geschafft. Unser Weg führt in Richtung eines reinblütigen Dinos. Das wird das Paradigma verändern. Diese Errungenschaft kann man nicht ignorieren. Oh, durch Ihre Hilfe, das ist wohl klar. Unter meiner Leitung natürlich. Ich denke, wir sind ein gutes Team. Lassen Sie uns das wiederholen. Ich gebe Ihnen Bescheid. Ich habe Dr. Dur schon unzählige Male an der Aufgabe zerbrechen sehen. Jetzt glaubt sie, durch sie wieder im Rennen zu sein. Denkt sie wirklich, sie könnte mehr erreichen als ich? Man kann nie wissen. So, ja, ich würde sagen, das können wir noch irgendwo hin platzieren, ne? Am besten. Obwohl, könnte das hier noch mit hin? Bisschen zu eng. Ja, hier drin eher nicht so. Ach so, wir können
können das nicht irgendwie an... Aber wir können das aber... Guck mal, da hinten ist das erste Restaurant. Das heißt, wir können hier noch eins hinmachen. Oh, noch eine Straße ran. Strom, ne? Aber Strom haben wir ja hier vorne auch noch. Damit sollte das kein Problem sein. Zack. Zack, fertig. Ja, so langsam wird's, ne? Nee, ausbrüten wollten wir eigentlich nicht. Wie sieht's aus, oder? Und hier haben die das auch. Ja. Gut, gut, gut. So, die schicken wir noch mal kurz los. Die Gästekapazität Ihres Parks ist fast erreicht. Juhu! Bauen Sie ein Hotel, damit mehr Gäste kommen können. Gäste im Park bedeuten mehr Geld auf der Bank. Richtig? Richtig. Ja, das hatten wir ja vor, ne? In der nächsten Folge, dass wir Hotels bauen. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. Hier werden wir Hotels bauen und so. Ja, ich würde sagen, aber hier so am Rand, denke ich mal, und hier kommt auf jeden Fall auch noch ein Gehege hin. Je nachdem, wie sie sich vertragen halt, ne? Müssen wir dann mal schauen. Ah, und hier können wir auch noch was machen. Okay, nice. Nice, nice. Wir sollten auch nicht zu eng bauen, aber es soll schon gut aussehen. Ja, gut, Leute. Das soll es schon wieder gewesen sein. Wenn euch die Folge gefallen haben sollte, dann lasst wie immer einen Daumen nach oben da. Kommentieren, abonnieren nicht vergessen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder.